Tom, I'm ready to take off! No. Servus YouTube, die Brüder am Start hier für euch. Der Torben ist auch dabei. Ja, freilich. Und ich, der Axel. Wir machen heute ein Live-Commentary und zwar sind wir gerade noch im Team Deathmatch Lobby-Bildschirm, wie ihr seht. Spielen wir die Sense? Ja, auf jeden Fall. Und die XR2, hier seht ihr die Aufsätze und natürlich die RK5 als Zweitwaffe. Mal sehen, was so abgeht. Leider haben wir keinen noch nicht Plünderer freigeschaltet, deswegen müssen wir mal schauen, ob sich ein paar gute Waffen auf der Map finden. Aber gut. Ja, auf Breach und mal sehen, was ich so reißen werde, weil ich bin hier fresh am Controller, Alter. Richtig, jetzt geht's erstmal los. Wir laden noch ein bisschen. Ihr seht, haben wir wie immer viele Gegner, ist ja normal. Ja, alles klar. Ich denke mir, ihr habt alle schon gecheckt. Wir spielen jetzt, Torben, was spielen wir eigentlich? Ah ja, Black Ops 3. Jetzt ist mir eingefallen. Okay! Ach so, wir spielen Black Ops 3. Oh shit. Ist das noch Black Ops 3? Wir haben Black Ops 3, aber schon seit dem Release. Und leider sind wir noch nicht dazu gekommen, euch, beziehungsweise ein Video für euch zu machen. Richtig, weil wir mussten erstmal richtig fett zuchten und hatten wir keine Zeit zum nebenbei reden. Genau, wir sind jetzt schon Prestige 2, wir haben schon zwei Waffen auf Gold, zum Beispiel die Manowar. Was war es noch? Die ICR 1 ist es, glaube ich? ICR 1, ja. Haben wir auch noch auf Gold. Und jetzt schwitzen wir gerade zur Zeit auf die anderen Waffen. Und ja. Genau, was könnten wir eigentlich noch erzählen? Und zwar, ich habe ja Geburtstag gehabt im Oktober. Ja, ihr dürft mir noch nachträglich gratulieren. Müsst ihr aber nicht. In den Kommentaren gern gesehen. Doch, ihr müsst. Auch wenn er es nicht will, aber ich will. Also gut. Auf jeden Fall haben wir da ganz. Also ich habe da ganz viel Zeug bekommen. Zum Beispiel sei es die PS4. Sei es ein bisschen Money. Mit dem Geld habe ich mir dann auf jeden Fall ein bisschen neues Zeug gekauft. Um eben besser aufnehmen zu können und auch besser zu zocken. Um auch besser zocken zu können, so wollte ich sagen. So, sei es der BenQ-Bildschirm, den auch Montana Black besitzt. Genau. Und ja, Axel, weil wir gerade hier schon so schön Black Ops 3 spielen, was hältst du von dem Game und was hältst du von deiner Internetverbindung? Also, erstmal zur Internetverbindung, die ist absolut scheiße. Die wird aber hoffentlich ab Januar besser. Nice! Weil da müsste dann der neue Vertrag anlaufen. Dann wird dann ein gesplitten Vertrag, weil wir ja eigentlich aus dem alten Vertrag erst ab Juli rauskommen. Und dann kriegen wir ab Januar einen zusätzlichen Vertrag und dann haben wir zwei verschiedene Verträge am Laufen und dann habe ich das gute Internet und mein Rest der Familie das scheiß Internet. Finde ich toll eigentlich. So, absolut fair für die ganzen Jahre, die sie mich vorher gequält haben. Mit schlechtem Internet. Hätten sie auch gleich mal anlegen können. Ja, deswegen Strafe genug für die dann. Wie findet ihr die Strafe? Ich finde sie gut, ja. Dazu kann ich ansonsten noch sagen, Black Ops 3 auf jeden Fall. Übelzucker. Allein wie die hier alle zu dritt rausspringen und der Torm erstmal nur einen Double Kill macht. Zucker einfach. Ja, das Spiel ist sehr, sehr geil. Ah, ich hätte Taktik was mitnehmen sollen. Mensch, Maja, was man aber alles mitnehmen sollte, erfährt man erst danach, weil man davor noch nicht weiß, welche Gegner man antrifft. Oh Mann, ich hab gerade die. Sind Nullen immer auf PC. Einem Potter hier. Ja, ich finde Black Ops 3 ohne Dreck, Leute. Was soll ich denn dazu noch sagen, Mann? Spielt's einfach selbst. Es ist einfach zu geil. Aber nicht mit der Pumpgun. Ja, Mann. Ja, jeder, der schon Black Ops 3 gespielt hat, weiß, dass die Argus einfach nur noch OP ist, Alter. Ohne Dreck. Man muss damit einfach. Die ist sogar auf Range gut. Und das finde ich ein bisschen madig. Ich hoffe, dass die noch gepatcht wird, beziehungsweise einfach schlechter gemacht wird, weil sonst kann man da nichts Gutes mitreißen. Und. Jo. Also, aber, du meinst, wenn im Gegnerteam ist, oder? Dann allgemein. Kann man selber nichts reisen.
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich klar, was ich damit meine, oder? Ja, nur für mein Hirn, nicht für die Zuschauer. Die haben es schon lange gecheckt. Es geht nur um mein Hirn. Achso, ja, okay. Ja, ist und, nicht so das Schnellste. Auf jeden Fall finde ich die Idee mit den Spezialisten mega geil. Ich finde sie wirklich richtig geil. Ist auf jeden Fall wieder was Neues. Haben sie sich was einfallen lassen. Und, oh, schon wieder von hinten. Was haben die nichts Besseres zu tun? Alter? Dieser Nahpädagogen. Ja, Mann, aber richtig. Das wollte ich gerade auch sagen. Mhm. Dankeschön, dass du mir das Wort aus der Nase ziehst, beziehungsweise aus dem Mund. Ich rede eigentlich mit der Nase, falls ihr es noch nicht wisst. Ja. Es gibt Bauchredner, es gibt Mundredner und er redet durch die Nase. Ja, was ist denn jetzt los, Mann? Also ich finde, die Assists sind sehr überwältigend. Überwältigend. Ja, wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt es natürlich auch tippen, das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Wie euch Black Ops 3 gefällt und welche Spiele ihr noch auf unserem Kanal sehen wollt, weil wir sind eigentlich offen für alles. Genau. Genau. Vielleicht habt ihr auch mal wieder Bock auf Vergangenheit. Das heißt vielleicht auch Call of Duty 4, oder? Haben wir auch schon ewig nicht mehr gezockt. Genau, dann würden wir mal die PS3 wieder aus dem Wandschrank holen und mal schauen, was so abgeht. Ja, was steht denn noch an? Ich habe von dir gehört, dass du eventuell mal dein Zimmer in einem Video zeigen würdest. Richtig. Aber das hast du erwähnt, dass es nur unter bestimmten Bedingungen passieren wird. Erklär ja, mal. Richtig, das Problem ist halt einfach, ich habe ja keine Ahnung, ob ihr mein Zimmer bzw. unseren Aufnahmesaal, Raum, Kammer, okay, unter der Treppe, mal sehen wollt, falls ihr einfach Bock habt, mal zu wissen, wie wir so leben hier. Scheiße, Alter. Dann schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr das Video mal sehen wollt, schreibt einfach Hashtag Müllhalte Roomtour. Ja, genau. Hashtag Müllhalde. Schreibt einfach Hashtag Müllhalde. Das genau. Ist besser, ja. Wir blenden es hier nochmal ein. Gut. Ja, auf jeden Fall Hashtag Roomtour. Müllhalde. Jetzt habe ich's. Hashtag Müllhalde. Dann könnt ihr einfach, also dann weiß ich, dass ihr das sehen wollt. Dann mache ich das mal für euch. Beziehungsweise wir. Ich will natürlich auch am Start sein. Double Kill. Es war nicht mal ein Double Kill, aber gut. Juckt ja keinen. Pass auf, jetzt kommen richtig viele Kommentare. Torben, es war kein Doppelkill. Ja, Mann, ich sehe schon, Alter. Okay, disst ihn einfach. Schreibt einfach, Torben, es war kein Doppelkill. Och, Mann. Nach dem Hashtag Müllhalde. Okay. Schreibt ihr, Doppelpunkt, Torben, das war kein Doppelkill. Und dann schreibt ihr noch, Torben, das war aber trotzdem gut gespielt von dir. Einbildung ist auch eine Bildung und davon habe ich reichlich. Aber das juckt dir keine Sau. Und dass Axel mal zocken sollte in dem nächsten Live-Commentary, oder? Ja, natürlich, das mache ich auch mal. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so das schlechteste Hanselchen im Glücksstall. Ja, aber fast. Ja. Yo, ich bin eher so Hans, ich bin echter Hans im Glück, weil ich spiele mehr mit Luck als mit Können. Das ist eine Tatsache und die spricht für sich. Ja, andere Tatsachen gibt es natürlich auch noch, aber das erklären nicht wir heute. Ein anderes Mal. Yo. ja, was hast du denn noch zu sagen, außer dass wir um 2 Kills verloren haben? Was ist denn los, Mann? Wenn euch diese ganze Geschichte gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Haut rein und lebt euer Leben!